Also wer in einen Kunstverein kommt, erwartet natürlich Kunst. Das heißt, man muss nicht erst sagen, das ist Kunst, sondern die wissen schon, das ist Kunst, weil das heißt ja Kunstverein. Also ist auch Kunst drin in der Regel. Wenn drauf steht Kunst, ist auch Kunst drin. Wenn also jemand fragt, was soll das, dann fragt er eben direkt nach dem Bild. Was soll dieses Bild mir sagen? Und daran geht man wieder aus, dass das Bild überhaupt reden kann, dass das Bild mir was sagt. Das heißt, man kommt hier rein und will beredet werden, also angesprochen werden. Angesprochen sagt schon, dass es eben auch eine emotionale Form ist des Reagierens, dass man etwas Schönes erwartet oder etwas Hässliches oder etwas, dass man selber emotional und kognitiv gefordert wird. Und das erwartet man von den Bildern. Die meisten vergessen natürlich, dass sie selber schon voller Bilder hier reinkommen. Und deswegen gibt es oft die irritierende Frage, was soll das? Weil die Bilder, die hier drin sind, nicht kompatibel sind mit den Bildern, die bisher in diesem Kopf, der das fragt, vorhanden sind. Und dadurch entsteht diese Frage, was soll das? Und die einzige Möglichkeit, darauf zu reagieren, ist eigentlich, oder eine der besten, ist eben zu sagen, also die Leute zu bitten, die Bilder ernst zu nehmen. Das heißt, sich wirklich ansprechen zu lassen. Also nicht sich selbst daneben zu stellen und zu sagen, was man selbst jetzt darin sieht oder was man sagen will, dann würde man eben möglicherweise ein zweites, unbekanntes und nicht kompatibles Bild dem Betrachter geben, sondern eben umgekehrt ihn auf den Dialog zu führen, der möglich ist mit einem Bild. Ja? Das kann sein, dass man das Bild aktiv macht oder das Werk, das Künstlerische. Es kann aber auch sein, dass man die Bilder, die er hat, die er also selber mitbringt, aktiv macht und fragt, was verstehen Sie nicht, warum verstehen Sie das nicht, was haben Sie denn erwartet oder was haben Sie ein Bild von diesem Thema jetzt hier zum Beispiel. Ja?